Dank Marie Kondo sind jetzt alle Kleiderschränke leergeräumt und ihr steht eventuell vor einer sehr reduzierten Garderobe. Doch wie stylt man eine minimalistische und gleichzeitig vielseitige Capsule Wardrobe? Das zeige ich euch heute in diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kurz vorab als Disclaimer, dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Love Eco, ein fairer und veganer Fashion Store, und ich freue mich so sehr über diese Kooperation, weil es einfach so gut zu mir passt und einfach so gut zu meinen Themen passt. Und ich bin schon lange ein großer Fan von Love Eco, weil der Laden einfach eine große Auswahl an veganer und fairer Kleidung bietet und das auch zu fairen Preisen und online, im Online-Shop, aber auch in drei Läden hier in Berlin. Zusammen mit Love Eco habe ich mir also überlegt, wie so eine Capsule Wardrobe für den Frühling aussehen könnte. Und dafür habe ich mir 10 Teile rausgesucht und sozusagen eine 10x10 Challenge gemacht. Also mit 10 Teilen 10 Outfits kreiert, um zu zeigen, dass man nicht viele Teile im Kleiderschrank braucht, um sich vielseitig und abwechslungsreich anzuziehen im Alltag. Bleibt auch auf jeden Fall bis zum Ende des Videos, da teile ich auch einen Rabattcode für den Shop. Und ihr seht auf jeden Fall alle Outfits nochmal, alle 10 Outfits mit allen 10 Teilen. Zuerst wollte ich aber ein paar Tipps teilen, wie ich überhaupt mit nur 10 Teilen 10 Outfits kreiert habe und so eine Capsule Wardrobe erstellt habe. Sucht euch im ersten Schritt einfach erstmal einen Stil aus. Ich finde, diese minimalistische Capsule Wardrobe passt nicht nur bei so einem skandinavischen, sehr zurückhaltenden Stil, sondern auch, wenn man eher so Boho trägt oder eher schicke Kleidung oder eher so Street Style. Entscheidet euch aber für einen Stil und plant dann die nächsten Schritte. Ich habe mich für einen sportlichen Street-Style entschieden, der im Büro, aber auch im Alltag klappt. Im zweiten Schritt sucht ihr euch 1 bis 2 Farben maximal aus, genauso wie 1 bis 2 Muster maximal. Ich finde nämlich, bei so einer Begrenzung kann man maximal alles untereinander kombinieren. Und bei Farben zähle ich jetzt nicht schwarz, weiß und grau hinzu, sondern hier, wie ihr seht, rosa zum Beispiel. In Sachen Mustern würde ich auch empfehlen, sich da etwas zurückzuhalten, einfach damit man mehr miteinander kombinieren kann. Und auf der Weltreise zum Beispiel habe ich mich eher so nach dem Boho-Stil gerichtet. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Für diese Challenge hier habe ich mich aber für Streifen entschieden, weil ich finde, Streifen gehen immer, und als so kleinen Mini-Akzent habe ich auch einen Top mit einem Spitzendetail ausgesucht. Im dritten Schritt geht es um die Basics, die man immer im Kleiderschrank haben sollte, damit man auch alles wunderbar miteinander kombinieren kann. Ich habe mich für ein dunkles Denimkleid entschieden, für eine schwarze Hose, ein weißes Hemd und ein weißes T-Shirt. So bin ich gut ausgestattet für den Alltag, für den eher so ein bisschen relaxten, sportlichen Alltag, aber auch fürs Büro, auch fürs Office. In Sachen Accessoires habe ich mir eine rosa Sonnenbrille ausgesucht, natürlich, sowie eine schwarze Tasche, weil die mit allem kombinierbar ist, sowie relativ auffällige Ohrringe, die aber gleichzeitig minimalistisch sind auf ihre Art und Weise. Accessoires sind einfach so die Eyecatcher in der Garderobe und werten jedes Outfit aus, wenn man sie gezielt und klug auswählt. Alle Teile habe ich natürlich bei Love Eco gefunden und es war super einfach, weil der Shop über 40 faire Brands führt. Das Schöne ist, dass Love Eco nur Kleidung vertreibt, die nachhaltig, fair und vegan ist. Und sie achten ganz besonders auf nachhaltige und langlebige Materialien. Und auch hinter den Kulissen ist Love Eco nachhaltig. Zum Beispiel versendet der Online-Shop nur klimaneutral und in Boxen aus recyceltem Papier. Und Boxen, die wieder zurückgeschickt werden, werden wiederverwendet. In allen drei Läden wird natürlich Ökostrom verwendet. Und Love Eco wickelt alles Finanzielle über die nachhaltige GLS-Bank ab. Warum das so wichtige Themen sind, habe ich schon mal in dem Video erklärt. Das werde ich euch auch nochmal verlinken. Wie ihr seht, ich bin ein großer Love Eco-Fan. Ich freue mich wirklich sehr über diese Kooperation, weil die einfach so gut zu mir passt und zu meinen Themen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr über diese Zusammenarbeit. Und als kleines Extra für euch obendrauf habe ich hier nochmal einen Rabattcode für euch. Das sind 10% bei einem Mindestbestellwert von 75 Euro. Das werde ich euch unten auch nochmal genauer erklären. Jetzt habe ich euch lange genug auf die Folter gespannt, glaube ich. Jetzt zeige ich euch endlich alle 10 Outfits, die ich mit nur 10 Teilen kreiert habe. Im ersten Outfit habe ich das dunkle Denimkleid einfach mit dem gestreiften Longsleeve kombiniert. Dazu noch schwarze schicke Boots und schicke Ohrringe. Im zweiten Outfit habe ich einfach einen Pulli über das Denimkleid gezogen, sodass es eher wie ein Rock aussieht. Quer drüber gehängt habe ich dann auch noch die schwarze Tasche, was zusammen mit den weißen Sneakern einen schönen Street-Style-Look ergibt. Wenn ich die beiden Outfits nebeneinander stelle, dann seht ihr schon, wie kleine Details große Unterschiede machen.
Dann wollte ich euch noch ein paar weitere Varianten zeigen, zum Beispiel unter das Denim-Kleid ein weißes T-Shirt anziehen, dazu schwarze Boots und eine coole Sonnenbrille. Man kann die Träger vom Denim-Kleid auch abmachen und dann auch wieder als Rock tragen. Was sich besonders für diesen Business-Look eignet, finde ich. Hier habe ich einfach eine weiße Bluse kombiniert und so einen schickeren Look kreiert. Hier habe ich einfach das Spitzentop genommen und unter das Latzenkleid angezogen. Dazu wieder die schwarze Tasche, die man auch so als Hipbag natürlich tragen kann. Dafür ist sie ja eigentlich gedacht. Im sechsten Look habe ich mich wieder ein bisschen schicker gemacht. Das finde ich ein sehr guter Look für die Arbeit. Der weiße Kragen, der unterm Pulli hervorblitzt sozusagen, macht das Ganze einfach viel schicker, genauso wie die schwarzen Boots und der Dutt. Eyecatcher sind auf jeden Fall die besonderen Ohrringe. Der Look funktioniert natürlich auch ohne Pullover und mit den weißen Sneakern. Und wie gesagt, die Ohrringe machen einfach viel aus in diesem Outfit. Hier habe ich wieder alles sehr lässig gestylt. Ich habe das Longsleeve wieder genommen und diesmal mit der Hose kombiniert. Die Hipbag trage ich eher als Umhängetasche und die Sonnenbrille ist nochmal ein Eyecatcher. Natürlich gibt es hier auch weitere Varianten, zum Beispiel einfach nur die schwarze Hose mit dem weißen Spitzentop oder die schwarze Hose mit einem lockeren T-Shirt im Oversized-Style. Das kann man dann auch wieder auf unterschiedliche Art und Weise stylen. Zum Beispiel leicht reingesteckt in die Hose, ist einfach super lässig. Oder komplett reingesteckt in die Hose, ist dann ein bisschen schicker. Oder ihr könnt die Ärmel hochkrempeln oder sogar mit einem Knoten das zu einem Crop-Top machen. Hier habe ich auch wieder versucht, einen lässigen Look ein bisschen schicker zu machen, indem ich den Pullover in die Hose reinstecke, schwarze schicke Boots anziehe und die schicke Sonnenbrille als Accessoire, als Schmuck sozusagen verwende. Ich habe die Ärmel ein bisschen hochgekrempelt, damit der Look schön luftig und locker sitzt. Habt ihr so eine 10x10 Challenge auch mal ausprobiert oder mal eine Capsule Wardrobe zusammengestellt? Gerade jetzt im kommenden Frühling und Sommer, finde ich, klappt sowas sehr gut. Schreibt auch unten in den Kommentaren, ob ihr Love Eco schon kanntet oder nicht. Bin wirklich gespannt, was ihr zu dieser Zusammenarbeit sagt. Alle Infos sind unten nochmal ganz genau verlinkt. Ich freue mich wie immer über Daumen hoch, über neue Abonnenten natürlich und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Tschüss!